Selbstbewusstsein findest du nicht im Außen, sondern nur bei dir selbst. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Thema Selbstbewusstsein möchte ich heute mal einmal mehr aufgreifen. Und zwar möchte ich dich einfach dazu einladen, mal dir bewusst zu machen, dass dein Selbstbewusstsein wirklich nur in dir selbst liegt, dass du das nicht im Außen finden kannst und dass du das schon gar nicht, und da spreche ich jetzt insbesondere mal die Frauen an, wir sind ja so dazu geneigt, uns durch Make-up, durch Schminke hübscher zu machen, sage ich jetzt mal, und fühlen uns oftmals gar nicht so wohl, wenn wir dann überhaupt nicht geschminkt sind. Und das hat was mit dem Selbstbewusstsein auch einfach zu tun. Ich stehe jetzt zwar auch hier vor der Kamera und bin leicht geschminkt, aber ich habe da so eine ganz besondere Situation mal in meinem Leben gehabt, wo das Universum mir da eine Lektion in der Richtung geschickt hat, die mich doch arg nachdenklich machte und ich seitdem mich entweder mit oder auch ohne Make-up ebenso wohlfühle. Und zwar waren wir übers Wochenende verreist mit der Familie, sind am Hotel angekommen, alle nehmen ihre Koffer aus dem Kofferraum heraus, die Kinder, mein Mann und ich wollten nach meinem Koffer greifen. Es war auch noch zu Zeiten, wo ich mit Koffer überhaupt verreist bin. Heute bin ich ja eben nur noch mit Handgepäck unterwegs, also ganz minimalistisch, aber damals hatte ich noch so einen, gerade fürs Wochenende insbesondere, so einen kleinen Koffer dann eben, so einen kleinen Samsonite. Und ja, musste feststellen, mein Koffer, der war zu Hause. Mit allen Klamotten, die ich mit hatte für das Wochenende und vor allem auch mit meiner gesamten Schminke. Mit meinem Föhn, mit meinen Bürsten für die Haare und so weiter, was man dann eben alles so mitschleppt oder glaubt, mitschleppen zu müssen. Und da stand ich da, natürlich zunächst mal geatmet, ein bisschen Ärger, ein bisschen Groll kam auf. Und dann kam gleich der Gedanke, was machst du denn jetzt? Wo ist hier der nächste Drogeriemarkt? Wo kann ich mir einen kompletten Ersatzequipment jetzt kaufen, um dann eben das Wochenende mich hier dann, ja, nicht nackt zu wühlen, mich zu schminken, um da selbstbewusster mich zu fühlen. Und dann hatte ich mich mal ein bisschen zurückgezogen, habe in mich hineingelauscht und habe so für mich gedacht, nee, das kann es nicht sein. Du kannst doch das Wochenende, das wir hier jetzt gemeinsam verbringen möchten, mit der Familie, nicht davon abhängig machen, welche Kleider du dabei hast, ob du jeden Tag was Neues, was anderes hier anziehen kannst. Und du kannst es schon gar nicht davon abhängig machen, das Wochenende hier zu genießen, ob du einen Lippenstift aufgetragen hast, ob Mascara aufgetragen ist, ob Lidschatten aufgetragen ist, ob ein Augenbrauenstift gezogen ist, ob Rouge auf den Wangen ist. Das kann es doch nicht sein. Mit anderen Worten, das Einzige, was ich mir gekauft hatte, war eine Zahnpasta. Damals hatte ich auch noch diese Plastikzahnbürsten benutzt. Da bin ich inzwischen ja auch umgestiegen. Ich nutze heute nur noch Naturzahnbürsten, also Bambuszahnbürsten, die zu 100% aus der Natur kommen und auch nochmal zu 100% recycelbar sind, weil ich einfach mal die Entscheidung getroffen habe, mir kommt keine Chemie mehr in den Mund. Und ein Augenbrauenstift, den brauchte ich dann damals doch noch, aber ansonsten habe ich mir keine Ersatzschminkprodukte gekauft. Und ich weiß noch ganz genau, wie der Gedanke abends war, als ich zu Bett ging am ersten Abend und mich ja dann abschminken musste oder wollte oder sollte und gedacht habe, oh mein Gott, morgen früh fühlst du dich total nackt, wenn du in den Frühstücksraum ins Hotel gehst und bist nicht geschminkt. Puh, also das war eine ganz, ganz große Herausforderung für mich. Ich habe auch noch einen Moment überlegt, mich vielleicht einfach nur so ins Bett zu legen, auf den Rücken zu legen, damit die Schminke irgendwie noch erhalten bleibt. Aber das funktioniert natürlich nicht. Und ja, ich bin durch diese Schule gegangen, habe diese Lektion vom Universum angenommen. Und als ich morgens am Frühstückstisch im Hotelzimmer, im Hotel, im Frühstücksraum saß, das war für 2-3 Minuten etwas unangenehm noch, aber dann ging's. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass das Wochenende, dass ich mir selbst ja das vor allem nicht da vermiest hatte, beziehungsweise der Familie auch mit vermiest hatte, weil ich nichts dabei hatte, außer den Klamotten, die ich einfach anhatte, die ich dann 3 Tage eben auch tragen durfte.
Und ja, es ging. Es ging auch. Und anschließend habe ich gemerkt, es hat ganz enorm dazu beigetragen, dass ich mein eigenes Selbstbewusstsein gestärkt habe, dass ich nach außen gehen kann, dass ich mich auch ungeschminkt wohlfühle. Wie sagen wir denn auch so schön im Volksmund? Wahre Schönheit kommt von innen. Alles andere ist noch ein bisschen von mir aus aufhübschen oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber es sollte nie davon abhängig gemacht werden, dass ich mich selbstbewusst fühle, wenn ich eben entsprechend geschminkt bin und wenn ich eben so eine ganz besondere Kleidung trage. Also das möchte ich dir heute mal so ein bisschen als Gedankenanregung aufgrund meiner eigenen Erfahrung hiermit auf den Weg geben. Das Selbstbewusstsein, das findest du nur in dir selbst, in deinem Herzen, in deiner Seele, in Kommunikation auch mit dir und mit deinem Herzen. Denn du bist eine einzigartige Frau, ein einzigartiger Mann, ein einzigartiger Mensch. Und mach künftig dein Äußeres oder dein Selbstbewusstsein nicht mehr von deinem Äußeren ab, sondern schau, dass du mit dir ins Reine kommst und dich dem Gedanken öffnest, dass du so wie du bist, ein wunderbarer, einzigartiger und vollkommener Mensch bist, mit allen Ecken und Kanten, die eben auch zum Menschsein dazugehören. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich da ein bisschen inspirieren, jetzt anstecken, vor allem die Frauen unter euch. Und probiert's mal aus, macht's mal, wenn du dich bislang noch vielleicht auch viel geschminkt hast, probier mal aus, wie es sich anfühlt, mal so ab und zu wenigstens ohne Schminke aus dem Haus zu gehen und dich dann genauso selbstbewusst zu fühlen wie mit Schminke. Du tust dir, deinem Herzen, deiner Seele eine große Freude letzten Endes damit. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard. Ciao.